Das Bild des Tages. Papst Franziskus wirft einen Blumenkranz ins Wasser des Mittelmeers vor der Flüchtlingsinsel Lampedusa. Zum Gedenken an die vielen tausend Menschen, die in den letzten Jahren bei der gefährlichen Überfahrt von Nordafrika aus ums Leben gekommen sind.120 Fischerboote begleiten das Kirchenoberhaupt bei seiner ersten Reise außerhalb Roms. Danach trifft der Papst junge Flüchtlinge, die erst vor wenigen Tagen hier gestrandet sind, auf der winzigen Insel zwischen Tunesien und Sizilien. Wir haben unsere Heimatländer aus zwei Gründen verlassen, aus politischen und aus wirtschaftlichen Gründen. Wir wurden mehrmals von verschiedenen Schleppern entführt und waren in ihren Händen. Um Italien zu erreichen, mussten wir so viel Leid ertragen. Wir bitten Sie, Heiliger Vater, helfen Sie uns. Anschließend feiert Francisco seine Messe mit Bootsflüchtlingen und Einheimischen. Einen Bußgottesdienst, wie er betont. Denn er bittet Gott um Vergebung für die Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der Flüchtlinge. Wir haben uns an das Leiden des anderen gewöhnt. Es betrifft uns nicht. Es interessiert uns nicht. Es ist nicht unsere Sache. Es gibt eine Globalisierung der Gleichgültigkeit. Die macht uns alle zu anonymen Verantwortlichen, ohne Namen und ohne Gesicht. Christen aber, so fordert er, dürfen sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Er mahnt mehr Solidarität mit Flüchtlingen an und mit allen anderen Menschen, die in Not sind. Indirekt kritisiert der Papst die europäische Flüchtlingspolitik und auch die politischen Führer in den Herkunftsländern der Flüchtlinge. Dann dankt er den Bewohnern Lampedusas sowie allen Helfern und Sicherheitskräften. Ihr seid ein Vorbild für Liebe und Aufnahmebereitschaft. Lampedusa ist hier wie ein Leuchtturm. Und ich hoffe, es wird ein Leuchtturm für die ganze Welt, damit alle Menschen den Mut finden, denen zu helfen, die in Not sind. Starke Worte, starke Bilder. Auch bei seiner ersten Reise setzt Papst Franziskus auf besondere Gesten und zeigt deutlich, wie ernst er es meint mit der Kirche der Armen, die an die Ränder gehen muss.